Schulfrei? Naja, fast. Denn heute steht auf dem Lehrplan der 5. Klasse des Thomas-Mann-Gymnasiums der Brandschutz. Die Freiwillige Feuerwehr Forstenried möchte den Kindern vermitteln, wofür die Feuerwehr überhaupt da ist. Dann gibt es verschiedene Feuerexperimente, dass sie wissen, wie unterschiedliche Stoffe brennen, nicht brennen, je nachdem. Die Brandklassen, dass sie auch wissen, welche Stoffe ich mit welchem Mittel löschen kann. Und dann ging es auch schon richtig los. Die Kinder durften das Feuer löschen und in der Rauchkabine ein Brandopfer aus künstlichem Nebel retten. Sie lernen eben auch vorzubeugen, also dass man eben nichts auf dem Herd stehen lässt, wenn der an ist. Oder das Bügeleisen eingesteckt auf dem Bügelbrett stehen lässt. Oder offene Kerzen in der Wohnung stehen lässt und so eben auch nicht das Haus verlässt. So werden sie einfach für die Gefahren sensibilisiert. Das Konzept der pädagogischen Brandschutzerziehung wurde von der Feuerwehr entwickelt. In insgesamt 18 verschiedenen Workshops lernen die Kinder, wie man sich im Notfall verhält. Bestandteile sind verschiedene Materialkisten, veranschaulichende Bilder und Praxistests. Es ist einfach viel leichter, wenn sie sowas schon mal in einem geschützten Rahmen trainieren, dann können sie im Notfall viel besser reagieren. Also aus meiner ursprünglichen Feuerwehr gab es mal einen Fall, da hat die Waschmaschine gebrannt und die Mutter war so aufgeregt, dass sie die Feuerwehr nicht mehr rufen konnte, aber der 4-jährige Sohn hatte vorher im Kindergarten eine Brandschutzerziehung mitgemacht und hat dann selbstständig die Feuerwehr gerufen. Das Präventionsprogramm der Feuerwehr ist extrem beliebt. Jährlich lehren sie rund 4000 Schülern den richtigen Umgang mit Feuer. Aufgrund der Fülle der Anfragen kann die Feuerwehr jedoch nicht allen Schulklassen derartige Projekttage anbieten. Ein ganz wichtiges Arbeitsfeld ist, sich eben auch mit Sicherheits-, Brandschutz- und Notfallfragen im Vorfeld zu beschäftigen. Da gibt es eine wichtige Zielgruppe, Kinder und Jugendliche, gerade in den Münchner Schulen. Und da haben wir halt das Problem, die Feuerwehr hat in Bayern nicht den gesetzlichen Auftrag für Prävention. Und so müssen wir immer ja, mit relativ eingeschränkten Möglichkeiten und Bordmitteln, sage ich mal, diese Maßnahmen durchführen. Die Freiwillige Feuerwehr würde sich wünschen, dass das Konzept noch mehr Unterstützer findet, damit in Zukunft alle Schulkinder von der Brandschutzerziehung profitieren können.